Tag auch und willkommen zur zweiten Staffel Let's Play Mario Party 5 Together. Mit dabei sind meine Freunde Adrian als Peach, David als Wario und Tim als Boohoo. Dieses Mal spielen wir 20 Runden Schlaraffentraum. So, extra für Adrian Schlaraffentraum. Ich hasse euch alle. Kann ich der Stern sein? Der Nobelstar? Ja, die kannst du schon auf dem Block spielen, sonst. So, willkommen Schlaraffentraum, hier spielst du den Traum vom Schlaraffenland. Ein süßes Land aus Kuchen und Zuckerwerk. Wer würde nicht gerne diesen süßen Traum träumen? Ich habe jetzt erwartet, dass irgendeiner von euch nassen ich ruft. Dann wollen wir doch erst einmal die Startreihenfolge festlegen. Bam! Easy! Wie immer. So, kannst du ihn gerne grüßen, wenn du dran bist. Das bist du jetzt. Yeah, hier ist Steve aus Long Island, Leute. Wieder am Start mit Peach. Reicht, danke. Nein. Sonst muss ich deinen Gruß kürzen. So, ich bin der Zweite, Tarau. Jetzt weiß niemand, wer du bist. Tintin. Ich bin der Dritte, hallo. Ich bin Tim. Und Mama, ich bin im Internet. Jetzt hab ich nur gebrochen. Und Anna und die hier, hallo. Ja. Hi. So, jeder kriegt 10 Münzen. Ich wollte eigentlich Hollerö sagen. Hollerö. Das ist zu spät. Ah. Können wir nochmal von vorne anfangen? Natürlich. Nein, so, wo ist Donkey Kong, der verlauste Affe? Da ist er ja. So, 6 Kapselfelder in diesem Spiel, nutzt die clever. Und da ist der erste Stern. Der ist schon nicht da. Ja, ich würfel mal locker eine 10 und hat nicht genügend Münzen. Ich gönne Adrian jetzt auf jeden Fall einen schönen hohen Würfelwurf. Danke. Und mir auch. Nur weil du weißt, dass ich... Mist. Volle Absicht. Ich wollte auch keine Kapsel haben. Mhm. So, leg mal nach. Mittelfeld. Dass aber auch gefragt wird. Was ist, wenn du keine Kapsel möchtest? Kann man auch dann, wann will man denn keine haben? Ich hab eine Giftpilzkapsel. Wenn du sagst, ich auch so. Niemand will mit Kapseln spielen. Das ist ja. Du brauchst, du sagtest doch, du willst mehr Skill in diesem Spiel haben. Als Sonderregel, ja, okay. Hm. Also nur für dich. Nur für mich, natürlich. Du hättest Nein drücken müssen. Ich hätte ich das. Scheiße. Eine Pilzkapsel. Yay. Yeah. Ich habe mal gehört, wenn du Nein drückst, kriegst du einen Stern. Das kannst du uns vielleicht demonstrieren. So. Das geht nur in der ersten Runde und ich bin leider nicht vorbeigekommen. Hm. Das ist eine richtige Turbo-Runde. Voll gut. Für uns alle. Ja, geht mir. Geht in der Publikum 5 bin ich ganz vorne? Ja. Giftpilz. Nachmacher. Lecker Schmecker. So, jeder gegen jeden auf die Fresse, auf geht's. Boah. Gumba, 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 Gumba. Bananino, ja. Blütenzauber. Das klingt schön. Das klingt wie ein Traum. Sammle die Blumen, die vom Himmel fallen. Sieger ist der Spieler, der die meisten Blumen sammelt. Mit dem Stick bewegen und mit A springen. Im Wasser kannst du dich nur langsam bewegen. Rosa Blumen 1 Punkt, goldene Blumen 3 Punkte. Was hat man denn? Achso, sammle die Blumen. Das ist gut. Nee, ausweichen. Ausweichen. Das wird Meme. Du machst einen Schaden. Die goldene Minen bist du gleich tot, ne? Natürlich. Oh, ich find das voll niedlich. Sollen die roten Koopas immer weiblich sein? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Ich hab schon so viele getötet. Das wird mir echt leid tun. Oh. So, weg da. Weg, weg. Das sind ja übrigens Koopa und Koopette. Koopette? Oh shit, ich war gerade so hart. So wie Toad und Claudette, ja? Verpiss dich. Und Bowser und Bowsette. Nein, das meinst du, das meinst du. Nein. Na gut, sammel doch. Sammel was doch. Goldenes? Ja, war da. Peach, geh weg! No, meiner! Oh, ich hab so wenig. Oh, ich will so. Was will der? Oh, yeah! Die Horrorwindel ist auf den Kopf gesprungen. Was? Ich hab so hart verkackt, das gibt's ja gar nicht. Das ist total. Das Spiel war scheiße. Ja, richtig scheiße. War richtig gut. Also, das ist nur glückabhängig gewesen, das voll kein Skill absolut erfordert. Kein Skill. Ich fall dir in den Rücken, solange du gewinnst. Oh Mann. Wann fällst du mir denn mal nicht in den Rücken? Wenn du nicht gewinnst.
Weil ich dir immer in den Rücken fall. Ich wollte mich auch nicht weiter bewegen. Bewegen ist was für Loser. Wollt ich werde fett. Dabei? Warum? Hi. Ich bin Sugar Daddy. Oh Gott. Also das passt zu diesem Schlaraffentraum. So, ist das jetzt... Bei mir sind wir mal 1 bis 5. Ja, komm. Kann man das werfen, das Ding? Beim nächsten Zug zeigt dir der Würfel nur... Nee, nein. Ich will ganz normal mal ganz normal so... Würfel ist B. Zu lange nicht mehr diesen Teil gespielt. Ziemlich exakt ein Jahr her, ne? Action! Ja. Wir kriegen die Abkürzung. Deswegen sag ich ja, wollte ich, dass du auch hochwürfelst beim ersten Mal. Du bist doch jetzt kurz vorm Stern, also ich will kaum doch gar nicht mehr hin. Ja, aber da kommt ja vorhin noch ein Minispiel. Was bringt denn das, wenn ich jetzt die Pilzkapsel benutzen wollen würde? Dann kannst du zweimal würfeln. Ich zweimal würfeln? Okay, das möchte ich aber nicht. Nee, beim nächsten Zug hast du was, Chantal? Zweimal würfeln schon doch nicht. Drück B, wenn du es nicht benutzen möchtest. Und nochmal B. Ah, jetzt weiß ich schon. Was sagt er nur so? Wir sind alle sehr gehässig. Oh, das war Stern, herzlichen Glückwunsch! Ja! Yeah. Wie schade. Kann ich mir gar nicht leisten. Kann ich Kredit aufnehmen? Zack! Oh. Ich habe schon Animationen gesehen bei Mario Party, die wesentlich mehr aufhalten. Wie zum Beispiel seine Delfin auf der blöden Karte. Oh, ja. Oh, das Hotel war so scheiße. Das hat so viel Geld gekostet. Und dann wird das immer wieder abgerissen. Ich. Oh. Cheap angeln. Das war die Cheap. Schlimmste Runde Mario Party jemals. Das ging gar nicht. Wenn ein Cheap anweist, holst du die Angel ein. Sieger ist der Spieler mit der höchsten Punktzahl. Bewegen mit dem Steg und angel einholen mit A. Ein roter Cheep-Cheep bringt einen Punkt, ein goldener Cheep-Cheep 3. Ich erkenne ein System in den Minispielen bisher. Mit rotem Gold? Es gibt immer einen und drei Punkte. Ja, das ist die rot-goldene Folge hier. Was, wie steht denn da hinten? Da sehe ich überhaupt nichts. Achso. Achso, jetzt hab ich's verstanden. Ich nicht. Fuck. Haha! Toll. Ja, noch was hier, da. Ich finde das Spiel irgendwie den kacke. Noch. Sarah, nein, das war auch. Geh weg, gelber, dicker Mario. Kann ich euch auf euren Kopf springen? Wo ist die Boxtaste? Wieso geht die hier nicht? Da war überhaupt nichts dran. Meint er mich mit dicker, roter Mario? Mann! Wieso sind da denn hier nichts dran? Alter, ich hab einen! Ich hab auch einen. Ich hab einen. Yeah, ja. Wir haben vier! Mit Skill gewonnen, oder? David ist super. Adrian ist super. Ihr seid einfach nur im Kreis gehalten, hat Button gesmashed. Das ist korrekt. Kreis würde ich nicht sagen, nicht die Ecke, die ich da abgegrast habe. Fangt ihr beide jetzt mit dem super Scheiß an? Ich habe ihn mitreißen lassen. Wenn das Gronau hört. Also er wird eifersüchtig? Mhm. Ich meine, Nova ist super. Auch super. Oh. Wie ist das möglich? Was habe ich getan? Nicht schlecht. Dir den Fuß verstaucht, will ich sagen. Geht nicht so schnell. Mist! Die auf dem roten Feld bilden stört mich gar nicht. Es stört mich nur, dass ich mit dem Stern ankomme. Jo. Adrian hat jetzt den kurzen Weg vor sich, ne? Ja, aber der wird wahrscheinlich vor mir ankommen. Da muss ich jetzt aber hochwürfeln. 7, glaube ich. Puh, ich glaube noch nicht dran. Ich glaube an dich. Danke. Hooperbahnkapsel. Yeah, was kann ich damit machen? Weiß ich nicht. Wundervoll. Wenn das gleiche ist, wie ist der, den ich hatte, kriegst du einfach 10 Münzen. Hm. Und hab. Oh! Nice. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Danke. Tschüss, Nelke. Hi! Ja, bisher habe ich es geschafft. Ja. Kein schlechter Nein-Gag, oh, hab mich verdrückt und doch ja genommen. Nein. Hm. So tief sind wir noch nicht gesungen. Nachher vielleicht. Alles klar. Ich verspreche es. Mhm. So, der nächste Stern ist hier. Wunderschön. Viel Erfolg. Mit meinem Eisen komme ich da ja nie an.
können ein bisschen dauern. Wir überrunden dich gleich. Sehr wahrscheinlich. So, jetzt darf ich euch auf die Fresse hauen. Du meinst, wir hauen dir auf die Fresse. Wohl kaum. Fragezeichen? Laserfeuer. Yes, Kuchenkeilerei. Was Neues. Bestart. Jetzt habe ich ja voll den Druck, weil ich jetzt gewinnen muss, ne? Ja. Steig auf deine Maschine und erreiche das Ziel auf einer kurvenreichen Strecke. Valucini, nur mit dem Stick steuern. Und los. Ihr mit dem Stick steuern, rechts und links. Das Gefährt des Einzelspielers neigt dazu zu rutschen. Was? Also bitte vorsichtig fahren. Sehr gut. Wenn auch nur ein Spieler von der Strecke abkommt, verliert das ganze Team wertvolle Zeit. Oh. Du Scheiße. Das ist der Druck, damit komme ich nicht klar. So, ich hätte gar nicht gewusst, wie rutschig das ist. Ich bin der Letzte. Okay, es fährt von alleine. Aber wir müssen... Oh, du musst doch drehen. Sorry. Ah, oh. Sorry. Alles gut, wir gewinnen schon noch. Oh, scheiße, wo? Das ist aber... Oh, das ist aber fies hier. Die Ecke. Scheigei. Fuck! Na, weiter nach links. Oh, scheiße. Da kam ich nicht mehr hinterher. Das klingt so, als würde ich einen Abdrücksel in den... Ja, tu ich auch gerade. Tschüss. Oh, scheiße. Es tut mir leid. Fertig. Das war aber knapp, oder? Sorry. Ich hab das doch noch nie gespielt. Wir auch nicht. Ja. Das Minispiel nicht. Das stimmt. Nee. Und wie gesagt, das Spiel hatten wir das letzte Mal vor einem Jahr an. Spielen viel zu selten Mario Party. So, für sich, du darfst die Leiter hoch. Nee, du hast eine Münzbox gehabt. Yes! 100% verbessert! Nicht schlecht. So. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Ey, was kann los? Oh. Bonbon? Was ist jetzt los? Ich will auch ein Stück. Oh. Macht's gut, ihr Penner. Oh, dahin. Vielen Dank. Hey, gleich hole ich dich rein. Jetzt kannst du rechts rüber und gucken, was das bringt. Achso. Wer das Feld passiert, zahlt 5 Münzen. Wer hier landet, erhält das Guthaben. Ja, machst eine Bank auf. Oh, das will ich benutzen. Ja, dann kannst du aussuchen, wo du es hinschmeißen möchtest. Ich glaube, man liegt auf sich selber. Ich würde ein Feld vor mir legen. Oder muss ich darüber? Nee, ich kann ja auch hier lang, ne? Ich glaube, du kannst aussuchen, ja. Ich glaube, du. Ja, du kannst es aussuchen. Wieso legst du es denn hinter den Pfirsich? Ich möchte. Damit Adrian nicht einzahlen muss. Ja. Okay, das macht Sinn. Ich finde das nett. Adrian ist super. Tim ist super. So, jetzt gehe ich quasi nach rechts, richtig? Jetzt da liegt doch der Stern irgendwo. Genau, da wäre er gewesen. Ja. Wundervoll. Jetzt kann ich mir auch einen Stern leisten. Yay? Ja. Geht los. Adrian, ich weiß, wo die hohen Zahlen sind, die du brauchst. Die sind alle bei mir. Der 3 ist für mich schon eine hohe Zahl, also. Was gibt's ein schönes? Kuba-Bank. Okay. Ja, gehen wir mal hier lang. Schön. Was bringt denn der Kettenhund nochmal? Ich darf euch nochmal die Fresse polieren, bei. Oh Gott. Mathe-Athlet! Nee, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte. Nicht das gelbe Scheiße. Ich weiß nicht, was das ist. Bei den Gamespielen kann wieder keiner verlieren, dann kriegt jeder so viel, wie er eingesammelt hat. Yes. Stopp die 3 Würfel, du bekommst so viele Münzen, wie die Würfelpunkte anzeigen. Das ist ja... Valucci, bewegen rechts, links und springen mit A. Ihr nur springen. Das Ergebnis des mittleren Würfels kann die Zahl der Münzen beträchtlich verändern. Ich bin wahrscheinlich wieder in der Mitte. Der Mikro in der Nichthand. Bam. Ja, das ist ja toll. Schön jetzt mal am besten. Einmal. Jawohl. Einmal. Ich habe gar nicht gedrückt. Achso, die Zeit ist abgelaufen. Einmal 3. Oh, sind 3. Mathe-Athleten. Jetzt zeigen wir, wie das geht.
Null. Und jetzt mal erst die Zahlen und ich. Yes, hier ist meine 6. Mal 0. Und. Wow! Ja. Yes! Ist das Arsch. Ich möchte auf den Goomba springen, bitte. Easy money. Hätte man easy life. Ja, hat auch voll viel mit Skill zu tun gehabt. Ja, hallo, ich habe die 6 getroffen. Ich frage mich, was das Maximum ist, das man rausholen kann. Wenn auf beiden Seiten eine 6 gewürfelt werden könnte, mal. Es war schon gut, dass wir das mal getroffen haben. Mhm. Gern geschehen. Ich brauche keine Münzen. 3! Das wird immer besser! Oh oh. Oh, ich habe dich eingeholt. Das hält mich an, das weißt du selbst. Im Gesamten habe ich mich schon 6 Felder bewegt, ne? Ich würde das 4 Felder vor mir packen. Theoretisch, aber da kommen wir ja nicht hin. Bam! Jetzt fange ich mit dem Scheiß an. Hallo, du hast dich so viel bewegt wie ich in meinen ersten 2 Runden. Oh, er kriegt den Stern, er kriegt den Stern. Warte, wo war jetzt? Kann ich mich auch so irgendwie drück rausbewegen? Y. Wo ist der Stern jetzt? Links lang wäre der Stern. Links lang? Hm. Ja, also wenn du nach oben gehst, wieder nach links. Links, 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 left, genau, da. Das links, left, genau, da ist der Stern. Ah, da ist der Stern. Das heißt, du gehst jetzt schön nach rechts. Alles klar, so, zurück nach rechts, ist gut. Das andere rechts. Ich habe auch eine Links-Rechts-Schwäche, keine Angst. Schrecklich. Sollte man eigentlich immer die Kapsel nehmen? Wenn du Platz hast, ja. Achso, kannst du eine bestimmte Anzahl nehmen? 30 Maximum. Bobom. Was braucht er das nochmal? Oh, nein. Oh, auf jeden Fall spielen Adrian und ich gegen Tintin. Oh, wir sehen jetzt den Kettenhund. Ja? Hallo. Wie geht's dir? Ich übersetze, ich werde Münzen oder Sterne für dich stehlen. Was? Okay, das, was also eigentlich Bubu sonst macht, ja? Das kostet ja nur 30? Wow, na gut, Münzen. Peach. Nein! David ist super, Adrian ist super. Muss ich irgendwas drücken? Kann ich irgendwas drücken? Ja, oh. Ja. Das finde ich gut. Ich weiß. Wow, ich habe 7 Münzen. Okay, cool, danke. Ach, dann kann ich noch leben. Gerade so. Wow, 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 stets gerne zu Diensten. Danke. Na dann, alle gegen Tintin. Yay. Bisschen mehr Begeisterung, bitte. Bei Fragezeichen. Schilder, Schilder. Hochsein. Yes, Herrscher des Vulkans. Der Einzelspieler dreht. Interessiert nicht. Der Einzelspieler dreht das Flammrad und erzeugt durch Stampfattacken Lavawellen. Die anderen Spieler weichen aus. Buhu, wenn du im Sprung nochmal A drückst, machst du eine Stampfattacke. Mit L Flammen gegen den Uhrzeigersinn, mit R Flammen im Uhrzeigersinn. Klar soweit? Ja. Hier, L und R und so, ja. Ja. Wir bewegen, springen und Stampfattacke können wir auch. Was wollen wir denn mit einer Stampfattacke? Damit können wir uns ein bisschen länger in der Luft halten. Nee, damit stützt du ja instant ab. Nee, du drehst dich einmal vorher. Der Drehung? Ja, okay. Lavawellen sind möglich, wenn der Krater gelb glüht. Es ist nicht möglich, über die Flammen zu springen. Oh, die Spieler im Team können nur weglaufen. Gut zu wissen. Das ist fies. Ich glaube, das hätte ich auch als erstes ausprobiert. So, okay, dann mach keinen Scheiß. Aber ich bin Grobmotoriker. Oh, shit. Oh, was? Alter! Ich konnte gar nichts machen. Easy. Die Flammen waren viel schneller als wir. Ich glaube, das Problem ist, wir sind zu weit außen gelaufen. Das war das Problem, ja. Wir hätten weiter hier drin bleiben sollen. Oh Mann. Der dickste Bauer hat die dümmsten Kartoffeln. Jetzt sind mal meine Kartoffeln in Ruhe. Adrian ist echt super. Weil Wario so dick ist, dachte ich.